Tanken. 1,30 pro Liter. Ja, gut. Mache ich mein Fenster zu? Nee, noch nicht. Sehr gut. 300 Liter. Na, immerhin. Seht mal, da fährt ein 20-Fuß-Container. Auf dem gleichen Chassis, wie ich habe. Nur zusammengezogen. Also mir würden ja Lebensmittelsilos gefallen. Ja, das wär's. Kippsilos brauchen wir. Feldbinder-Kippsilos. Die Euter-Silos gibt's ja schon. Und ab zum Kunden. Hier sehen wir flüssige Pakete. Das könnte jetzt dauern. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Die stehen ja die ganze Scheißstraße voll. Ich werd wahnsinnig. Ey Leute, ich hatte heute noch was anderes vor, außer warten. Einfach zustellen, sehr unfreundlich, Deppen. Das ist ein scheiß behinderter, blöder KI-Verkehr. Der keine Ahnung hat von dem, was er macht. Weißt du, da ist aber auch nicht ein freundlicher Mensch dabei, der irgendwie mal wartet oder so. Glotz mich nicht so doof an in deinem Scheißbus. Du musst nicht fahren. Konzentrier dich auf deinen scheiß Reiseleiter, aber glotz mir nicht so in den LKW, Alter. Sonst komme ich raus und polier dir das Fressbrett. Oh. So muss sich Kalett Duisburg anfühlen. Nur schlimmer. Agro-Lotti-Match, lol. Ja, ich kann auch mal ausflippen. Auch Euro-Truck-Simulator hat mich schon zum Ragen gebracht. Meistens der KI-Verkehr. Immer, Entschuldigung. Setz mal bitte irgendwann eine Lücke. Nee, du hast ja keine Ahnung. Calais Duisburg ist viel schlimmer. Ja, glaube ich. Es ist nervig. Stefan, dankeschön für deinen Host. @95xtx. Oh, Leute. Was soll ich denn jetzt... Was soll ich denn machen? Da, nach dem Kipper ist frei. Hey Stefan, ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir denn? Jetzt mach ich diesen scheiß Blinker da mal aus, der geht mir auf den Sack. Das ist wahrscheinlich wieder so die beschissenste Ampelführung, die es in der ganzen Schweiz gibt. Boah, ey. Nervig, nervig, nervig. Ja, ganz okay. Das freut mich doch.
Ja, das ist neu. So, Marsch. Er lässt aber viel Platz für Fußgänger. Eben, das ist das Problem. Leute, so macht man das. Fahrt eure verdammte Kurve und stellt euch an diese Ampel. Was ist denn daran so schwer? Dass ihr so an der Haltelinie steht. Unfassbar, echt. Schrecklich, diese Leute. Schrecklich. So, Frachtmarkt. Genau, Altkunststoff. Neapel. Kurzer Auflieger. Der ist so empfindlich beim Rückwärtsfahren, das ist schlimm. Luft, 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 ja, Luft ist leer. Halt die Fresse. Ich nehme mal Achtung, 3, 2, 1. Die Fresse. Danke. Das ist das Tolle beim Volvo. Ohne Luft geht da nichts. Kein Getriebe, kein Sitz, nichts. Ja. Geht das eigentlich nicht mit. Nee, soweit ich weiß, geht da bei keinem LKW irgendwas. Route bitte. Da auf die Autobahn. Ja, sehe ich ein, sehe ich ein. Kennen wir, es ist eine schöne Strecke. Wenn das die ist, die ich meine. Ne, sonst fahre ich immer die hier, glaube ich. Ja, sonst fahre ich immer die hier. Die auch, die ist auch, aber die bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Genua. Das ist mein Automat. Das MAN-Automatikgetriebe ist nicht luftgestützt. Den Blödsinn macht nur Volvo, soweit ich weiß. Ich müsste nochmal nachschauen. So, die Frage ist nämlich, wo machen wir unsere Pause? Da waren wir sogar schon bei der Firma. In der Mitte. Jetzt ja hier bei Livorno, huh? Irgendwo. Da unten. Fahren wir da raus. Da sollten wir doch wohl hinkommen. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es dahin. Wobei wir haben so viel Zeit verloren, wir könnten die Pause dann natürlich auch hier machen. Ne, sag ich, entweder, ja. Entweder hier oder hier. Abfahrt. Wieso mache ich jetzt Licht denn? Ich brauche kein scheiß Licht. Nein, lass diese Handbremse draußen. Wie viele Tonnen haben wir geladen? 7 Tonnen. 7 Tonnen? Das ist ja gar nichts.
Für wen fahre ich denn die Frachten, wenn die immer leichter? 7 Tonnen in diesem riesigen Container? Leute. Ihre Route wird berechnet. Bitte biegen Sie rechts ab. Sehe ich auf der Karte, danke. Ah, du musst anhalten, weil du ein scheiß Bus bist und nicht über Gelb fährst. Links, sorry, ich bin scheiß Navi. Schon in Ordnung. Keine Panik. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Meine Fresse. Leute, die Rakete start oder so. Ich hasse diese Auffahrt, weil die da oben so eng ist. Naja. Das kriegt man aber auch sonst so geregelt. So, Feuer. Feuer frei. So, frei. Der steht da. Wieso steht er da rum? Der Scania, der pennt doch. Alter. Habt ihr das gesehen? Dass auf der durchgehenden Autobahn der Verkehr stehen bleibt, um die Leute auf den Beschleunigungsstreifen fahren zu lassen, anstatt dass man auf die linke Spur fährt, wo nichts ist. Nein, man bleibt auf der Autobahn stehen. Warum? Ich verstehe es nicht. Es bin nicht in meinem Kopf. Boah, und es nervt mich. Es geht mir richtig auf die Nerven. Flup. Ich war dem noch zu nah vorne dran. Aber der Auflieger macht aber auch komische Sachen da hinten. Was stimmt da mit dem Schwerpunkt? Ich sehne mich so ein bisschen an das neulich. Ja. Seht ihr so zum Beispiel, man macht den Leuten einfach Platz, dann ist gut. Los, fahr zu, du Bus. Ich glaube wegen den 7 Tonnen, dass man mit Containerchassis nur noch leere Sachen. Ja, das könnte sein. Das wäre aber schon hart scheiße. Ich will meinen Kühlauflieger zurück, der fährt sich besser. Der wackelt nicht so. Also, nach momentanem Stand finde ich den Containertrailer noch so semi-gut. Eigentlich eher semi-scheiße. Wird sich mal zeigen, ob die da noch Arbeit rein investieren, weil nötig wäre es auf jeden Fall, weil das hier. Leute, nein, das hat mit Realismus nichts zu tun. Gar nichts. Und ja, ich habe die Aufliegerstabilität ganz oben stehen. Ja, Kühler, Flachbett oder Drive-In ist okay. Halt die Fresse da hinten. Turin. Jawohl. War da nicht was, dass die Schieberegler invertiert waren? Könnte ich mal ausprobieren, was da passiert. Option, Gameplay. Thank you.
Aufliegerstabilität 0. LKW-Stabilität 0. Gott, ich habe Angst. Nein. Nicht ganz. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, die Schieberegler sind schon richtig. Die Physik von dem scheiß Container-Trailer ist einfach nur beschissen und falsch und fehlerhaft und Ibims 1 wildes Inferno. Hallöchen Erik, ich grüße dich, schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir? Da ist er ja, der Erik, genau. Der Erich ist da. Jetzt ist alles wunderbar. Ja, ich wollte Erik den Witz erzählen. Erik, nenn mir mal eine sächsische Wurstsorte mit U. Bei mir ist alles voll voll hier. Wunderbar. Na, im Zweifel müsste man es mal in der Konsole prüfen und ändern und schauen, wo der Regler dann hinrutscht. Ja, müsste man mal rausfinden. Nach momentanem Stand kann ich aber nur sagen, es stimmt alles so, wie es da eingestellt ist. Von daher. Shrug. Unterwasserkläranlage? Nein. Eine sächsische Wurstsorte mit U. Unterwasserkläranlage ist keine Wurstsorte. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, das ist ein Otto-Witz. Ein Otto-Walkes-Witz. Ich habe keine Ahnung. Hey, Stufus hat den Witz erkannt. Ja, das war mir klar. Ich liebe Otto. Aus dem... von dem Wiesel. Aus... Dresden, glaube ich, war das Wiesel. Wie nennt man eine sächsische Wurstsorte mit U? Uffschnitt. Warum sind hier 70 in dem scheiß Tunnel? Wenn ich den Verantwortlichen dafür sehe, dem stecke ich dieses 70er-Schild quer in den Arsch. Ja, sorry, Ottos Witze sind immer flach. Wieso? Nordfriese. Genau. Otto ist lustig. Da habe ich ihn eingeholt. Quer und einmal drehen oder wie? Ah, die Straße wird einspurig. Ist da jemand? Nein. Nochmal Ausrufezeichen Fail für den Witz Fail. Hat Erik den Witz überhaupt gehört? Fragen wir ihn doch nochmal. Erik, hast du den Witz gehört? Warum sind hier 70? Oh Leute. In der Tat, das habe ich. Und fandest du ihn lustig? Falls du ihn lustig fandest, schreibst du jetzt nichts. Falls du ihn nicht lustig fandest, schreibst jetzt ein Ausrufezeichen Fail in den Chat. Die Entscheidung liegt bei Erik. Yay, 80, das bringt mir viel. Nicht.
Gut, er hat ihn nicht verstanden. Er fand ihn scheiße. Gut. Keine sächsischen Wortwitze mehr. Merke ich mir. Man lernt ja nie aus, nie dazu. Nee, andersrum, man lernt ja nie dazu, aus. So. Schon wieder eine Maut. Leute. Füße hoch, der Witz kommt flach. Sag ich doch, aber auf mich möchte man ja auch nicht hören. Wann hast du das gesagt? Da fährt jemand leer mit einem Flatbed. Naja, als ich den Fail gemacht habe. Okay. Im Discord-Voice hat er hier nicht... lol. Passiert. Passiert. Mal-Failer. Ja, Leute, also bitte, jeder macht doch mal Fehler. Hier... Meine Facecam sieht jetzt auch gerade recht lustig aus, weil ich nur von vorne beleuchtet werde und nicht von hinten. Nee, hab beim ersten Mal gesagt, dass der Witz fail ist und Erik das auch so sehen würde. Nix fail. Müsste ich nachlesen. Bin mal weg. Alles klar, Marv. Falls wir es nicht sehen, dann danke fürs Reinschauen und bis vielleicht später. Ah, geh weg mit deinem scheiß Fiat 500L. Mit deinem Italiener Schleuder. Oh, 12 Euro, die Italiener sind günstig. So, zweispurig, das heißt weg hier. Nee. Darüber. Scheiße. Fahr bitte geradeaus. Oh, danke, ich mag dich. Laut Marvin darf ich keine Rechtschreibfehler machen. Hat sich einmal beschwert, als ich mich verschrieben habe. Oh je. Erik steht unter Beobachtung. Marv ist eben einzigartig. Ha! Nein, lies es wie geschrieben. Das ist ein absichtlicher Wortfehler. Ich weiß, dass das ein absichtlicher Fehler ist. Ach so, ich soll Marv... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ich soll Marv von dir aus triggern. Ah, okay. Marv, du bist einzigartig. Steht das da? Ja doch, einzigartig. Und ja, es tut mir in der Seele weh, das zu sagen. Nur kurz am Rande für alle, die genauso Deutschfanatiker sind wie ich. Von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, Erik, du wirst beobachtet von Marvin, weil Marvin sagt, du darfst keine Rechtschreibfehler machen. Aber er ist nicht hier, also dürftest du de facto Rechtschreibfehler machen. Oder nicht?
Eigentlich doch schon. Also. Mach, was du willst. Ich glaube, Marv wird jetzt nicht... Wenn du jetzt irgendwas falsch schreibst, wird Marv... Also ich genauso wenig, wird Marv jetzt zu dir kommen. Und dich dafür hauen. Das wird nicht... Das wird, denke ich, nicht passieren. Man sollte sich nicht mit einem Dad anlegen. Kappa Pride. Möchtest du uns jetzt hier etwas mitteilen? Entschlüssel bitte die Aussage. Dechiffriere einmal, danke. Oh Mann. Was ist denn mit dir? Soll ich dich schieben oder was? Dad, Stargate Wahlgerät. Ach nee, das waren DHD. Sorry, lol. Ja, passiert. Und ich darf wetten, du fragst dich jetzt, was ist ein Dad? Das ist korrekt. Deswegen sage ich doch, dechiffriere bitte diese Aussage. Siehst du, du hörst mir nicht zu. Das ist das Problem. Ich hab's erfasst. Komm, 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 komm. Ja, er hat's geschafft. Was ist ein Dad? Ja, ich weiß, was ein Dad ist. Ein Vater. Wer ist hier ein Vater? Du? Nein. Ach so, Dad bedeutet einfach Dutch Angel Dragon. Natürlich. Was denn auch sonst? Entschuldigung, dass ich so ungebildet bin. Ja, Autofahrer, die noch wissen, wie man Auffahrt benutzt, feiere ich auch immer. Ja, die sind selten geworden, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da kann jeder langjährige Autofahrer ein Liedchen von singen. Und die LKW-Fahrer auch. Die beobachten das ja auch immer, wenn die Leute dann am Ende vom Beschleunigungsstreifen einfach stehen bleiben. Weil danach das Auto hier explodiert, das wissen wir ja auch alle. Ja. Ich hab mich ja nicht beschwert. Ach so. Nee, bevor sich jemand anders beschwert. Oh. Standstreifen und rechte Spur sind Lava, wissen wir doch. Genau so läuft's. Mittelspurschleicher, Auffahrschleicher. Oh Leute, das sind alles Unfallquellen. Da stehen sie schon wieder. Oh, ihr seid doch alle so dumm. Ihr seid alle so unfähig. Es gibt was, das habt ihr bezahlt in eurem Auto. Das nennt sich Gaspedal. Befindet sich unter eurem rechten Fuß. Tut mir den Gefallen und benutzt es auch. Und vielleicht euer Hirn. Jetzt weiß ich endlich, was es bedeutet. Genau. Dankeschön, Erik, dafür. Props an den Wissensvermittler Erik. Livorno. Links halten. Ich kann dir auch einen Link zur Webseite schicken. Was hat's damit auf sich? Ja, schick mir einfach mal den Link. Vielleicht kann ich mich dann einfach selber weiterbilden. Das ist doch eine gute Idee. Oh, hier sind 60. Oh, Mann, ey. Englisch dürftest du wohl gut können. Ja, ich kann Englisch. Achtung, sie sind dabei, beflauscht zu werden. Cool, ich werde beflauscht.
Da müsste jetzt einfach so ein Erik auf meinem Beifahrersitz sitzen. Das wäre voll cool. So, jetzt aber bitte. Oh, meine Fresse. Ich glaube, beim ersten gesetzten Rastplatz können wir rausfahren. Erik assimiliert dich einfach. Nein, Erik ist kein Borg. Der wird nicht. Nein, nur Borgs können assimilieren. Erik kann nicht assimilieren. Mich nicht, nein. Achso, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Hier ist Link Protection on. Ich muss es nochmal umstellen. Also ich sehe da 3 Sterne. Ich weiß ja nicht, was ihr da seht. Die Nachricht hätte eigentlich müssen gelöscht werden. Normalerweise. Wenn mein Bot das nicht gepeilt hat, dann ja gut. Der sollte... Genau! So werde ich die ganzen Spambots los, die irgendwelche Links schicken. Wenn jemand einen Link schickt... Wenn irgendjemand einen Link schickt... Da wird einfach gepurcht, die Nachricht. Und die ist weg, genau. Guter Hinweis. Werde ich umsetzen. Ich sehe es schon. Irgendwann rennen Lotti, Rudi und Erik zusammen im First Suit rum. Nein, das wird nicht passieren. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Ja. Ja, danke für gar nichts, ey. Ihr habt einfach meine Wegpunkte geklaut. Geht's noch? Ja nicht alle. Leute, jetzt gleich Kraft. Ja. Weil deine Nachricht da schon drunter stand. Ich weiß, dass er ein Fursuit meint. Nein, ich bin höchstens dann. Nein, ich hab meine Sache, mit der ich dann rumlaufe. Geil, es regnet. Und es ist dunkel. Yeah. So. Kurze Unterbrechung. Beziehungsweise. Ich mache hier den nächsten Cut für die nächste. Für den nächsten YouTube-Teil. Cut Nummer 3. Bei 2 Stunden 22 etwa. 2, 22. So. Ich bin gleich wieder da.